Scheiße. Raus da, ich gebe Deckung. Mach ich. Jetzt heißt aber Dalli Dalli. Scheiße. Schön unten bleiben. Scheiße. Weg. Genau. Entdeckung. Was ist der Plan? Ich arbeite noch mal. Warum fragst du mich eigentlich immer nach einem Plan? Scheiße. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Munition leer. Der hat sich nämlich schön selbst in die Luft gesprengt. Verpiss dich! Danke. Oh, scheiße Kollege. Der hält aber einiges aus. Der ist hart im Leben. Du kannst nicht gewinnen. Ach, scheiße. Verdammt, Nate. Ich höre das Feuerwerk bis hier. Was zum Teufel ist los? Danke, Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Ja, das dachte ich mir. Haltet durch. Ich bin bald da. Draußen sind wir ja schon mal. Sam, pass auf das Geschütz auf! Geht doch. Auf die Fahrer wechseln. Super. Fahrer ist voll. Und die AK können wir nicht mitnehmen. Hey,
ist Sam, Scharfschütze! Deckung! Wo soll denn der Scharfschütze sein? Headshot. Haben wir noch irgendwen? Ich sehe keinen mehr. Aber auch einfach in der Hoffnung, dass ich keinen übersehe. Hallo? Chef, geh doch mal von mir da weg. Hallo? Lass mich hier durch. Auf das Gerüst! Wow. Ah, nein, weg da. Wenn du da oben nicht landen kannst, dann können wir eh nichts machen. Wir müssen hier runter. Nathans Leben ist halt ein bisschen anders. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Sam, runter. Schön Granate fallen lassen. Scheiße, wie kommen wir denn weiter? Wow. Wo ist denn? Da ist noch einer. Da bricht sie doch über den Kopf. Okay, ja, halt. Ich muss die Zielhilfe, glaube ich, mal ganz ausmachen. Sonst ist es zu einfach. Hat die AK schon mal nach. Nein, hier neben hoch. Da steht hier noch einer. Hier lang. Komm auf, Bruderherz. Jo. X, nein, da. Wir müssen weg hier. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate.
Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Na, fliegt doch noch. Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Die Münzen. Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Werbung. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du hättest jetzt auch Ellen nochmal rufen können. Mann, Mann. Alter. Wie geil das aussieht. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Als ob mal eine Route nicht holprig geworden wäre bei Uncharted. Aber ich darf sogar das Auto fahren. Und? Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Ich sehe da vorne Ruinen.
Wartet hier, ich sehe mich mal um. Jetzt müssen wir erstmal zu dem Vulkan irgendwie finden. Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Hab ich gerade erst zu Nathan gesagt. Ja, da unten ist das Fahrzeug. Da oben ist doch noch was. Wie kommen wir denn da hoch? Da glänzt doch was. Ich hab's genau gesehen. Ein Schatz! Option zum Untersuchen drücken. Was haben wir gefunden? Was ist das jetzt? Ach, hier unten diese Tabakdose. Eine Savasa Tabakdose. Findet man sonst hier noch irgendwas? Eine Kiste? Zu nichts zu gebrauchen. Würde ich sagen, machen wir uns weiter auf den Weg. Um damit wir schnell zum Vulkan kommen. Damit hier vorangeht. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Alter. Bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo ist ihn gelöst? Handbremse. Warte, Sally, heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Ey, der Geländewagen ist ja auch wieder mal mega geil. Ach ne, da wollte ich zu viel. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Doch, jetzt schon. Hier hoch müssen wir auf jeden Fall. Um darüber zu kommen. Wo kommen wir denn wieder da hoch? Oh, das hier wird jetzt mal so eine Suchaufgabe. Ne, so kommen wir auch nicht da hoch. Ach, wenn man mal hier runtergefahren ist, kann man nicht mehr zurück. Dann haben wir aber wenigstens schon den richtigen Weg gewählt. Wer hat diese Steinbarken gemacht? Ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Hätte man sie mal nicht umgefahren. Haben wir hier noch irgendwo Steinbalken? Hier neben konnte ich hochkommen. Nein. Hier neben kann ich auch nicht hochkommen. Vielleicht auf der anderen Seite irgendwo. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Ah, sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Boah, das wäre mal so ein richtiger Traum, mal hierher langfahren zu dürfen. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow. Alles war schneller. Auf nach oben. So kommen wir nicht vorwärts. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Komm, im Rückwärtsgang da hoch. Die Räder finden keinen Halt. Nathan, die Felsen. Ich seh's, ich seh's.